1837, Alois Schicklgruber, Hitler's father, was born out of wedlock from an unknown father. His mother, Maria Schicklgruber, was 42 years old at the time. Some have speculated that Alois's unknown father was Jewish, but that hasn't been proven. Only a few distant relatives of Hitler's father still remain near Dollersheim, his registered place of birth. Dollersheim has long been abandoned and was transformed into a military base in 1941. It is believed that Hitler himself ordered the transformation, some say to erase any incriminating evidence about his ancestry. Hitler hing an Leo Seher, Leo Raubal, der auf einer Urlaubsreise in Spanien gestorben ist. After the death of his father, it was reported that Peter Raubal intended to claim Hitler's money. We went to Peter Raubal's apartment to ask him if he had any moral issues in claiming the money from Mein Kampf. Haben Sie keine Probleme, um die Richter von Mein Kampf gefragt haben? Sie, hören Sie ab. Okay. Sie. Haben Sie keine Probleme? Haben Sie keine Ethikprobleme um die Richter für Mein Kampf? Wir waren nicht stolz. Doch. Überhaupt nicht. Und wir haben nie was zu tun gehabt, nicht einmal so, wie wir jetzt stehen. Ja. Nicht einmal so. Hitler haben keinerlei Möglichkeit, auf die Urheber- oder Verlagsrechte zuzugreifen. Die rechtliche Situation ist völlig eindeutig. Die Urheber- und Verlagsrechte liegen beim Freistaat Bayern. Diese Rechte wurden von den alliierten Streitkräften auf den Freistaat Bayern nach dem Krieg übertragen.